Echt nicht. Ach, die haben mich doch noch bemerkt. Schade eigentlich. Massenkampf, Massenkampf. Ich hoffe, das... Ach du Scheiße. Lauter Angriffe, aber dafür keine starken. Das ist schön. So, machen wir die kleinen Teilchen hier fertig. So, einer weniger auf dem Kampffeld. Battlefield. Das ist schön zu hören. So, nachdem ich jetzt mal spontan über das Jahr 2014 geredet habe. Wirklich spontan, ich habe nichts vorbereitet. Och du Scheiße, ich bin fast tot. Komm, hoppidi hopp, heil mich. Danke, Hope. Hope, noch mal ein bisschen Heilung. Danke. Gehe ich mal zum 2015 über, auch wieder total spontan. Ich habe nichts vorbereitet. Und sage einfach mal, auf welche Spiele ich mich freue. Ich habe keine Ahnung, ob das 2015 rauskommt. Persönlich gesagt würde ich sagen, nein. Aber Kingdom Hearts, I hope it comes. Dann Final Fantasy 15. Da habe ich ja schon meine Befürchtungen in den letzten paar Parts geäußert. Ich hoffe nicht, dass es zu banal wird, was Story angeht, was Kampf angeht. All das, ich... Selbst mit einem sehr banalen System kann man immer noch einiges rausreißen. Sagen wir mal, das Kampfsystem ist langweilig, aber die Story ist geil. Ich würde es spielen immer noch. Ich habe ja auch hier meinen Spaß mit Final Fantasy 13, das auch wegen seiner Story oft kritisiert wurde. Aber mir macht Spaß. Es ist okay, ich habe schon schlimmere Spiele gesehen und dieses Spiel ist dagegen vollkommen okay. Und jetzt lasst mal Lightning in Ruhe, Mann. Ich weiß, dass ihr schlechte Laune habt, aber lasst das nicht an mir aus. Ich helfe euch ja darüber hinwegzukommen, indem ich euch töte. Aber ihr müsst doch nicht gleich hier so einen raushängen lassen. Wenn ihr tot seid, habt ihr keine Probleme mehr. Hoffe ich mal. Drache will ich so auch weg. Endlich geschafft, yeah. So. Was ich mich noch in diesem Jahr freue, jetzt so am 1.1., wo ich sagen kann, eigentlich GTA 5 für den PC. So. Da ist nix, oder? Nein. Auch keine Gegenstände. Ich muss hier irgendwo Prioritäten setzen. Und die haben mich bemerkt. Okay. Mach was doch mal so. Okay, ja, schön. Die werden auch mal zickiger, kann das sein? So. Dann geht's dem Kleinen jetzt hier da an den Kragen. So. Uah. Gehen die jetzt echt alle auf Hopidi Hope? Okay. Das ist jetzt doch ein bisschen scheiße, was ihr da macht. Der Kleine kann doch nichts dafür, dass er der Kleine ist. So. Echt? Müsst ihr das wieder machen? Wow. Die können ganz schön schnell hier welche töten. Gut. Dafür müssen wir jetzt dafür sorgen, dass die auch schnell wieder weg sind. Ah, oh Mann, ey. So, es sind noch vier hier auf dem Feld, aber nicht mehr lang. Einer ist jetzt schon mal weg. Jetzt. Und die nächsten drei, die werden auch gleich folgen. Dafür lege ich meine Hand ins... In Wirbelsturm? Ne, nein. Feuer wollte ich sagen, aber gut, da ist ein Wirbelsturm in der Nähe gewesen. So. Komm, einmal noch. Dann heile ich wieder. Gut. Ach komm. Ich will langsam von diesem Schiff runter. Ich mag diese Technik mal überhaupt nicht.
Jetzt versuchen die wieder mit Tornado. Aber gut. Den einen machen wir noch schnell fertig, bevor der seine Technik fertig hat. Oh Mann. Das finde ich jetzt nervig hier. Blöder Tornado. Eigentlich müsste ich das andere Vieh hier zuerst fertig machen. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. So. So was, worauf freue ich mich heute noch, dieses Jahr noch drauf? Es gibt viele Spiele, wo ich mich ehrlich gesagt drauf freue. Wie heißt es? Ein Spiel für Xbox One ist es, glaube ich. Quantum Break. Das hört sich auch interessant an. Ob es aber was für mich ist, weiß ich noch nicht. Es sah nur geil aus. So, dann gehen wir jetzt gleich mal hoch. Da ist ein Speicherpunkt. Das ist nice. So, bestätigen wir den Speicherpunkt. Speicherpunkt. So. Da geht's hier gerade aus. Was finden wir hier? Oh. Gegner. Gut, Gegner. Können wir töten. Können wir vernichten. So. Was mich persönlich auch im neuen Jahr freut, megamäßig freut. Das hat aber wenig mit Spielen zu tun, sondern mit Büchern. Ich bin ja totaler Die Elfen-Fan von Bernhard Hennen. Und da erscheint von den Elfenrittern, Drachenelfen, Drachenelfen, Mann. Ich sehe es doch hier noch vor mir, die meine Bücher. Der vierte Band. Ich freue mich riesig drauf. Das soll die Geschichte um... Gott, ich muss, glaube ich, die Bücher jetzt nochmal vorlesen. Immer wenn ich es brauche, fallen mir die Namen nicht ein. Aber wenn ich es nicht brauche, fällt es mir ein. Bleach 96269, gesundes Neues. Du bist aufgenommen. Ja, ich wünsche nachher, nachdem ich hier aufgehört habe mit Spielen, auch noch gesundes Neues. Euch natürlich auch, wenn ich nicht schon am Anfang sagte. Ich wollte es am Anfang sagen, jedenfalls. Vom Part. Also von der Aufnahmesession. Weil ich spiele meistens ungefähr eine Stunde. Und da teile ich in 3 bis 4 Teile. Und so, überblicken wir mal hier die Bude. Ein großer, ganz viele kleine, kleine, großer. Ach, da hinten ist auch ein großer fliegender Tüt. Fliegertüt. Joa, das geht jetzt noch eine Weile so weiter. Gut, müssen wir halt weitergehen. Bis zur Devise. Ach Gott. Schauen wir mal kurz. Ich mache jetzt mal einen Kampf. Da kriege ich auch wieder Massikristarien-Punkte und dann tue ich wieder mit aufbauen. Die sind ja eigentlich fast schon harmlos, wenn sie nicht ihre Tornado-Fähigkeit einsetzen. Und die gehen auf den Kleinen, nur auf den Kleinen. Ich pack's nicht. Was hat der Kleine euch getan? Ist er zu klein für euch? Habt ihr was gegen kleine Kinder und Zwerge? Das ist bei, jedenfalls gegen Zwergen rassistisch. Kinder, naja, die Kinder werden eh erwachsen, außer sie sind Zwerge. Dann werden sie nicht größer. Auch nur eine interessante Frage, die ich jetzt mal einfach mal stellen kann. Wie habt ihr Silvester verbracht? Ich kann nur von Next, Speedy und mir sagen, wir waren bei Speedy, haben einen sehr netten Filmabend gemacht. Pünktlich um 12 sind wir natürlich rausgegangen. Naja, geschossen haben wir nichts. Wir haben dieses Jahr einfach mal kein Loch, wie wir immer so schön sagen. Wir haben halt draußen Feuerwerk mit angeschaut. Mit Freunden einfach wie Zeit verbracht. Und es war ein super geiler Abend eigentlich. Wir haben unseren Spaß gehabt. Mit Freunden oder Familie sogar ist es einfach am geilsten. Dass wir halt nicht haben wollen, dass wir daheim sind, vor unserem PC hocken und online sind gegebenenfalls. Ich sag's mal so, von meiner Sicht aus. Gaming ist ein super tolles Hobby. Aber man sollte immer den Bezug einfach zur Familie, zu Freunden haben und einfach mal aufhören.
Spielen mit Freunden ist geil, aber auch mal außerhalb was unternehmen, wie zum Beispiel Kino gehen, mal einfach mal wen trinken gehen oder so, ist auch immer gut und man sollte immer ein Standbein außerhalb der Gaming-Welt haben. Für mich sind es meine Freunde und Lesen. Ich lese sehr gern. Das sind für mich meine Standbeine, wie ich immer so schön sage, die einfach nichts mit Gaming zu tun haben. Und das ist wichtig, dass man die hat, finde ich. Denn ich sag mir immer so schön, lass mal Strom ausfallen, dann siehst du mal, was du hast. Du kannst kein Videospiel spielen. Und lass es mal jetzt einfach mal Strom für ein paar Tage weg sein. Ich sag euch, euer Smartphone geht schneller leer, als euch lieb ist. Euer 3DS, PS Vita oder was ihr auch immer habt, hält auch nicht ewig. Dagegen Bücher, die kann man immer lesen. Außer man hat so einen E-Book-Reader, da kann nämlich auch die Batterie leer gehen. Aber Bücher und Freunde, die haben einfach Bestand. Für mich. So. Insbesondere Freunde eigentlich. Weil es war schon öfters mal früher in der Zeit, Next hier, der spielt auch wieder. Da kann man sich nicht auf Online-Freunde verlassen. Da merkt man einfach, online ist auch Grenzen gesetzt. Wenn es mal einfach nur so simple Dinge sind, wie ich habe ein neues Bett bekommen und muss es aufbauen. Und ja, ich bin handwerklich ehrlich gesagt jemand mit zwei linken Daumen. Es geht einfach bei mir nicht wirklich. So, ich schau mal kurz, Immunschwäche, Blitz und Wasser. Gut, dann ärgern wir den Blitz. Aqua, Blitz, Aqua und los. So, und ich sag ganz ehrlich, ich bin ja immer froh, wenn ich da echt coole Freunde habe, wie Next halt und Speedy. Für den könnt, ja. Wirklich, ich kann es echt nicht so beschreiben manchmal. Ich habe für die öfters mal meine Hand ins Feuer gelegt. Und ich wurde nie enttäuscht. Also das sind Freunde für mich, Freunde fürs Leben. Und ich bin einfach so vom Typ her, Online-Freunde sind okay. Ich will sie nicht verteufeln. Aber die können einen nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Und selbst dann sollte man sich noch genauestens überlegen, was man mit diesen anfangen kann. Es gibt Leute, die was macht ihr mit Lightning? Schon tot? Oh, fuck. Ja, hopp. Halt sie einen ab. Das nützt sie jetzt auch nichts mehr. Na gut, zurück zum Thema, was Online-Freunde hier bringen. So. Ich kann eigentlich dazu nur sagen, man kann ihnen vertrauen, man kann sehr gute Freundschaften aufbauen. Ich wechsle gleich am besten, die gehen schon wieder auf Lightning. So. Frech hier, immer noch auf Lightning. So, aber ich weiß einfach im Endeffekt nicht, wer hinter dem Monitor sitzt, vor der Tastatur sitzt und mit mir redet. Ist es das süße Mädel, das es mir vorgibt? Oder ist es ein Kerl? Oder genauso gut, ist er der nette Kerl oder Mädel, je nachdem, den er mir vorgibt zu sein? Oder sagt im Hintergrund einfach nur, boah, nee, du bist das größte Arschloch auf der Welt. Ich kann jetzt meiner Sparte aus sagen, ich spiele ja gern auch Browser Games, wie zuletzt Ikarium. Ist ein sehr nettes Game, kann ich sagen. Und Speedy und ich sind dort mal kräftig auf die Schnauze gefallen, ist halt nicht so. Aber wir haben eine Allianz kennengelernt, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ihr Mitglied das so zu gestalten. Hey, wir wollen euch als neue Mitglieder. Und damit ihr merkt, dass wir es ernst meinen, greifen wir euch so lange an, bis ihr unserer Allianz beitritt. Ich sag da ganz ehrlich, ich weiß nicht, was den ins Hirn geschissen hat. Bei Speedy war es ungefähr so, ich mag euch nicht. Und sobald ihr angreift, hasse ich euch. Und das hat er auch durch. So.
Das hat er auch regelrecht umgesetzt. Diese Allianz war bei uns unten durch, aber sie war militärisch viel besser. Wir waren, man kann ja verschiedene Arten in diesen Spiels spielen. Und wir, Speed und ich, haben diesen, den Händlerweg eingenommen. Das heißt, wir bauen Rohstoffe ab, verkaufen die, kaufen ein. Aber wir haben keine Einheiten und das wurde uns böse, böse zum Verhängnis. So, dann haben wir durch Zufall eine andere Allianz noch kennengelernt, die uns unterstützt hat. Die waren kriegerisch veranlagt und die haben sich zur Aufgabe gemacht, die andere Allianz, die uns erpressen wollte, ja, eine kräftig reinzubringen. Wieso? Weil sie sowas einfach überhaupt nicht cool gefunden haben und wir waren dann praktisch sozusagen unter ihren Schutz. Und das war geil eigentlich. Weil es war Hilfe von unerwarteter Stelle. Wir haben jetzt immer noch Kontakt. Wir haben sogar unsere Allianz aufgelöst, weil... ich mach mal Crystarium hier. Aus einem einfachen Grund... Ja. Einerseits Next, der auch mitgespielt hat. Der Boss war, hat aufgehört mit dem Spiel. Und hat unter anderem den Chefposten nicht abgegeben. Und ein abwesender Chef kommt immer sehr gut an. Ja. Und andererseits, wir haben gemerkt, wir funktionieren, wir die Allianzen so am besten zusammen. Und haben Speedo und ich gesagt, gut, dann gehen wir zu euch, interagieren zusammen. Und... Ja, dann erobern wir die Welt so zusammen. Und bisher, wir bräuen es in keinster Weise. Es sind total nette Leute da drin. Was soll ich eigentlich großartig sagen? Sie haben uns innerhalb des Spiels das Leben gerettet. Sie haben uns Aspekte des Spiels gezeigt, die wir vorher nicht kannten. Und wir waren denen unglaublich dafür dankbar. Weil es hat richtig viel Spaß gemacht mit ihnen. Oder macht immer noch Spaß. Wir spielen immer noch aktiv. Und... Solche Freunde, sage ich einfach mal. Das sind total coole Leute, die ich sage, aber ich weiß nicht, wer hinter den Computer sitzt. Es können Leute sein, die sich denken, okay, wir helfen jetzt einfach mal ein paar Noobs und machen mal auf freundlich. Aber es können genauso gut Leute sein, die einfach sagen, hey, wir helfen denen mal, finden so neue Freunde und... ja, und haben unseren Spaß am Spiel. Nur im Endeffekt wissen, tue ich das eben nicht. Und ich habe jetzt für mich zum Beispiel einfach gesagt, gut, ich akzeptiere es, dass ihr uns geholfen habt. Ich bin euch dankbar, dass ihr mir geholfen habt. Und was soll ich sagen? Ich gebe jetzt auch nicht viel mehr von mir preis. Sie wissen nicht, wie ich in Wirklichkeit heiße. Sie wissen nicht, wie ich in Wirklichkeit aussehe. Weil das zum Beispiel sage ich einfach für mich spontan. Das ist meine Entscheidung, wen ich das mitteile. Ich bin davon spielen, wie WoW ein paar Mal auf die Schnauze geflogen, dass halt welche über ein paar Sachen, persönliche Sachen, die ich gesagt habe, sich lustig gemacht haben. Und fand ich natürlich nicht toll. Wer findet das nicht toll? Natürlich toll. Und na, was soll man eigentlich sagen? Ja, da habe ich halt eine Lehre draus gezogen. Nie wieder so etwas erzählen. Und das Einzige, was ich nur warnen kann, ist einfach in dem Sinne, gib keine persönlichen Sachen von euch preis. Niemals. Oh, ein Vogel. Ein elektrisch geladener Vogel. Okay, ich... Darf ich... So. So, jetzt habe ich mal analysiert. Zustandsresistent, na klar, Blitz, absorbiert er. Halbiert er. Oh, das ist jetzt nicht gut. Wow. Weil... wirkliches Vertrauen genießen nur meine realen Freunde, also in dem Fall zum Beispiel hier Next, Speedy und diverse andere Leute, die ich noch kenne, aber nicht weiter erwähnen will.
So. Und man kann so böse halt online auf die Schnauze fallen, wenn man sich einfach mal blindlings echt auf Leute vertraut. Wir sind da die lustigsten Geschichten da passiert. Also könnte ich echt einiges erzählen. Aber was ich halt als wichtig immer wieder empfinde, ist... Naja, ich sehe manche Leute, die... Man trifft sich halt zum ersten Mal in ein Spiel, vielleicht zufällig. Man will zum Beispiel in einer Instanz helfen und dann reden die Leute hier ein die halbe Lebensgeschichte runter. Ich bin jetzt nicht kein Mensch, der sagt, ach nee, weißt du was, verpiss dich. Aber lass ihm einfach mal an die falsche Person kommen, sag ich jetzt einfach mal. So, bist auch hier auch mal bald fertig. Das kann böse enden, deswegen ein Spiel ist ein Spiel und verratet nicht mehr als unbedingt nötig. Ich meine, wenn sich Freundschaften daraus entschließen und ich meine, ich habe auch schon über das Spiel Guild Wars eine wirkliche Freundschaft geschlossen. Bye bye Vogel. War wie? Kein Wunder, dass das so leicht war. Okay, kommt jetzt der richtige Bosskampf. So. Na, wie gesagt, man kann Freundschaften draus schließen. Also ich habe mal eine, eine wirkliche Freundschaft. Also ich habe einen Kumpel online kennengelernt und dann haben wir uns mal im Real Life getroffen. Das ist möglich. Ich will hier irgendwie so einen Spagat schaffen zwischen verratet nicht jeden alles oder und vielleicht ist es doch möglich, aber Höllenstrahl? Der hört sich nicht gut an. Naja, es geht. Ich muss halt rechtzeitig hier Fang einsetzen. So. So. Wenn ich mir das so recht überlege, bei dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt im Moment gerade nicht, wie ich mich da so recht positionieren soll. Okay, lassen wir das Ganze. Gut, abgewehrt, Fang. Weil einerseits, man wird, immer wieder Leute treffen, die einen schaden wollen. In irgendeiner Form. Sie klauen ein Item weg, sie bedrohen einen. Oder was auch immer. Das ist jetzt echt wie ein Böser hier. Hey. Okay. Aber es geht halt immer auch anders. Man kann Leute treffen, die ganz cool sind. Mit denen man... Okay. Wow, Fang! Ja. Man muss halt immer nur schauen, was sollte man nicht. Und wie gesagt, wenn ich Leute halt sehe, die... hey, man wird in eine Gruppe eingeladen und erstmal die halbe Lebensgeschichte ist... Es nervt mich persönlich ehrlich gesagt schon. Weil
wenn ich merke, okay, Leute sind cool, dann tue ich die auch gerne mit einer Freundesliste oder so. Aber wieder mal Lieblingsgeschichte aus WoW, wenn man mal einfach mal einen neuen Charakter macht, einfach nur unbekannt sein will. Das wollte ich früher öfters mal. Nicht, weil ich berühmt war, sondern ich wollte einfach mal außerhalb. Wow, wow, wow. Ohne an irgendetwas gebunden zu sein, sei es meine Gilde, sonst was, wollte ich mal einen neuen Charakter machen. Bin da auch an einer relativ neuen Gilde gekommen. Pause mal wieder.